Was geht, Leute, und herzlich willkommen zurück zur MyTeam-Karriere. Wir sind heute beim vierten Rennen der sechsten Saison und zwar in Shanghai beim großen Preis von China auf einer Strecke, auf der wir ja erst einmal unterwegs waren in dieser Karriere, in der letzten Saison. Somit freue ich mich sehr, hier wieder zurück zu sein. In den ersten drei Rennen haben wir drei verschiedene Rennsieger gesehen. Ich bin gespannt, ob heute vielleicht ein vierter dazukommt. Wer weiß, vielleicht Vettel, vielleicht auch Gasly oder so, der hier und da auch schon sehr stark war. Ich bin gespannt. Hätte auch nichts dagegen, wenn wir einen weiteren Sieg einfahren könnten. Genug, wir haben mittlerweile genug Ressourcenpunkte angespart, um uns das letzte Upgrade holen zu können, welches wir noch nicht geholt haben. Es sind zwar noch nicht alle angekommen, das wird in den nächsten Folgen dann so nach und nach passieren, aber jetzt haben wir wirklich alles gemacht, was man sich hier selber kaufen kann. Beim Motor fehlen noch ein paar, ja, aber das sind nur diese Hersteller-Dinger, die man sich selber nicht holen kann. Und ansonsten, ja, haben wir alles gemacht. Sehr, sehr schön, aber auch krass, wie lang das gedauert hat, ne? Ich meine, wir sind beim vierten Rennen von Saison 6 und jetzt haben wir erstmals alles am Auto. Das ist wirklich der Wahnsinn. Boah, das erste Regenrennen der Saison steht uns bevor. Ich hatte gehofft, dass dieser Tag nicht kommen würde, aber ist ja klar, dass man früher oder später nicht drumherum kommt. Aber okay, es soll erst ganz am Ende anfangen. Das wird dann wahrscheinlich gar keine große Rolle spielen. China ist schon eine coole Strecke. Erinnert mich irgendwie immer an die alten Zeiten. Ich glaube, dass wir hier in der Vorsaison ganz schön gestruggelt haben im Qualifying, wenn ich mich recht entsinne. Somit hoffe ich, dass wir es heute besser machen können. Und das ist doch schon mal kein schlechter Anfang, aber es war auch noch keiner von den wirklich guten Jungs unterwegs. Ah, jetzt kommt da mal die erste Zeit rein von den Top-Leuten. Sebastian Vettel nimmt uns ungefähr 2 Zehntel ab, aber das ist ja so ein erträglicher Rückstand. Damit kann man voll und ganz leben. Ich bin gespannt, was Carlos gleich zeigen kann. Oh, einiges. Okay, nochmal schneller als Vettel sogar und auch schneller als Lando Norris. Interessant. Wir sind aber da, wo wir sein müssen, innerhalb der Top 4. Das ist so unser Bereich. Den müssen wir immer anpeilen. Das sieht ja schon mal ganz okay aus. Es ist sogar schon fast jeder gefahren. Na gut, die Jungs nicht, aber die werden da vorne auch nicht rankommen. Ah, ein bisschen schneller, hoffentlich zumindest. Eigentlich waren wir die ganze Runde über auf Kursverbesserung. Am Ende war es dann ein bisschen wenig. Hier steckt noch mehr drin. Wir können gleich im letzten Run auf jeden Fall wieder um die Pole mitfighten, aber dafür muss eine richtig gute Runde her. Das war diese hier noch nicht. Noch 30 Sekunden in dieser Session. Ja, das ist so das, was ich dachte, dass es ungefähr noch drin steckt. Und das wird reichen für die Pole, oder? Ja, zweite Pole Position in Folge. Puh, das war aber sauspannend. Wir haben alles in der Haarnadelkurve rausgeholt. Ich glaube, davor waren wir so gut wie zeitgleich mit Carlos. Saustark.
Zum dritten Mal in Folge haben wir beide unsere Autos in der ersten Startreihe. Das ist schon eine beachtliche Leistung, wie ich finde. Und zeigt, dass wir auf jeden Fall so auf eine Runde das beste Auto haben. Das schnellste Auto. Aber, wie man schon in Australien gesehen hat, die Pole bedeutet nicht viel. Dort haben wir es leider nicht geschafft, die in einen Sieg umzuwandeln. Somit wird es heute das Ziel sein, das zu schaffen. Mal wieder wird es aber bestimmt nicht leicht. Es wird ein langes Rennen, mit dem Regen sogar eventuell noch am Ende, der einiges durcheinander mischen kann. Somit ist noch nichts gewonnen, aber die Ausgangsposition ist natürlich perfekt. Die letzten beiden ersten Startreihen, die unser Team hatte, sind darin geendet, dass keines unserer Autos nach der ersten Runde geführt hat. Das gilt es heute natürlich zu ändern. Die Wettervorhersage hier ist glücklicherweise dieselbe, die wir vorhin schon gesehen haben. Deshalb, ja, also wenn es regnet, dann ganz am Ende. Vielleicht, klar, wird es dadurch dann nochmal spannend, das könnte sein. Aber es macht keinen Sinn, jetzt die Strategie irgendwie darauf auszurichten. Das würde ich zumindest mal behaupten. Wir starten das Rennen auf den Softreifen, oder? Und dann gehen wir halt zur Not im zweiten Stint auf die harten. Oder sogar auf die Mediums. Das scheint wirklich so gut wie überall möglich zu sein. Ich meine, wir haben ein voll geupgradetes Auto, einen optimalen Reifenverschleiß. Somit macht es, glaube ich, Sinn, das zu probieren. Und der Vorteil durch die Softs am Start ist halt schon gewaltig. Darauf möchte man eigentlich nicht verzichten, wenn möglich. Und möglich ist es. Somit probieren wir das heute erneut und gehen dann auch schon direkt rein in die Einführungsrunde. Die anderen starten auch auf Softs. Somit haben wir uns glücklicherweise auch dafür entschieden. Ansonsten wäre das echt kritisch geworden jetzt am Start. George Russell mit Gridstrafen hier an diesem Wochenende, der war eigentlich Fünfter, startet jetzt aber nur von der 15, was aber fast Sinn macht bei ihm, weil der schon, glaube ich, 2 Motorschäden hatte in der Saison, wenn ich mich nicht irre, in Bahrain und in Jeddah. Und dadurch haben wir zum Beispiel Daruvala jetzt auf Platz 5. Was ein starkes Wochenende von ihm bisher. Schön das Feld nah beieinander halten, nicht dass wir zu lange warten müssen dann in der Startaufstellung, obwohl ich mir ehrlich gesagt nicht sicher bin, ob das hier ingame eine Rolle spielt. Im Real Life klar, da ist es besser, wenn man kürzer dasteht, aber hier, boah, kein Plan. Ich glaube, einen gewaltigen Unterschied wird es nicht machen, aber dennoch können wir es ja versuchen, die alle so nah wie möglich hinter uns zu haben. Und dann geht es nun auch schon rein in die Startaufstellung. Norris ist gerade an Sainz vorbeigefahren, warum auch immer, aber das wird sich schon alles gleich erklären. Volle Konzentration jetzt wirklich auf diesen Start. Ich möchte gleich als Führender diese erste Runde beenden. Und dafür müssen wir gut wegkommen. Das ist völlig klar. Das Einparken hätte besser sein können. Aber ist trotzdem in Ordnung. Das könnte gut genug gewesen sein. Obwohl, nein, Carlos mit einem etwas besseren Start. Das Ding ist, ich finde unsere Starts nicht mal schlecht, aber sie sind einfach nicht ganz gut genug, um die Positionen zu verteidigen, meistens zumindest. Hier haben wir aber durch diese sehr, sehr seltsame erste Kurve die Möglichkeit, ganz gut dagegen zu halten. Rad an Rad jetzt immer noch mit Carlos. Geiles teaminternes Duell hier gegen unseren neuen Teammate, der sich leider durchsetzen kann. Ich war jetzt auch nicht motiviert damit, mit aller Macht dagegen zu halten. Das macht, glaube ich, keinen Sinn, so in so einer frühen Phase des Rennens. Wir müssen einfach hoffen, dass die Pace jetzt gut genug ist, um da mitzuhalten und um wieder zu kontern. Das war ja das Problem in Australien. Klar, da war der Start nicht gut, aber dann waren wir einfach zu langsam. Hoffentlich ist das heute anders. Das wäre schon schön, da ganz vorne wieder mitzufighten. Boah, starker Auftakt aber von Sainz. Der hat sich jetzt schon aus dem DRS-Fenster gelöst. Wir müssen natürlich dafür sorgen, dass wir innerhalb der Sekunde sind dann in der nächsten Runde. Und zwar nicht nur, um Carlos angreifen zu können, sondern um bessere Chancen gegen Vettel zu haben, der hier ganz schön Druck machen kann. Ah, ich fürchte, das wird nicht ganz gelingen. Ja, jetzt erst recht nicht. 1,3 Sekunden Rückstand leider. Ja, nicht schön, allerdings auch kein Riesenproblem. Wir sind ja nicht viel langsamer. Die Pace ist dafür hier vorne. Das ist die gute Nachricht. Der Rückstand bleibt wirklich konstant bei diesen 1,3, 1,4 Sekunden. Mal ist es auch ein bisschen weniger als das. Das ist sehr, sehr gut. Solange wir in dem Bereich bleiben, ist es echt voll in Ordnung. Und Vettel kann vor allem noch keinen großartigen Druck machen. Oder was heißt, der kann keinen Druck machen? Der ist die ganze Zeit dran, obwohl der Abstand jetzt erstmals über eine Sekunde ist. Interessant. Fehler sind natürlich verboten.
Was ich meinte mit kein Druck ist, dass Vettel nicht angreifen kann bisher. Was hoffentlich auch so bleibt. Das scheint jetzt schon mal ein anderes Rennen zu werden als Melbourne. Das wird nicht so sein, dass wir die ganze Zeit nur verteidigen müssen. Wir werden auch die Chance bekommen, um anzugreifen und um zu kämpfen um diesen Sieg. Da bin ich mir sicher. Oh, Sepp muss sich jetzt eher mal Gedanken um Norris dahinter machen. Der klebt dem sowas von im Heck. Ärgerlich, dass wir die erste Runde so verpennt haben. Wäre der Vorsprung nach der nicht schon so groß gewesen, dann wäre das hier jetzt viel, viel knapper. Ewig lang machen diese Softs das nicht mehr mit. Allerdings würde ich schon sehr gerne auf die Mediums schaffen im zweiten Stint. Und dafür müssen wir noch ein paar Runden machen. Oh, gelbe Flagge hier direkt vorne. Es ist nicht Sainz, es ist einer der McLaren-Jungs, oder? Oder ist es Gasly? Es ist Gasly auf der 5. Also der hat echt kein Glück, ne? Ist ja schon in Australien ausgeschieden, auf einer sehr, sehr guten Platzierung liegend. Und jetzt erwischt es ihn wieder, zum zweiten Mal in Folge. Sainz macht das überragend. Ich fahre mir wirklich ja alles aus dem Leib, was irgendwie geht. Und wir kommen da nicht ran. Wir sind nahezu identisch schnell, wenn überhaupt ist er das kleine entscheidende bisschen schneller sogar. Mega Rennen von ihm bisher. Aber ich liebe sowas. Ich liebe es, alles geben zu müssen, um jemanden zu schlagen. Und wenn das dann nicht mal wirklich genug ist, ist das irgendwie ein extra Ansporn immer. Sainz an der Box. Genauso wie wahrscheinlich einer der McLaren-Jungs. So ist es. Wer macht da den Anfang? Ist auch egal. Lando Norris ist es. Ich bin mal gespannt, was Sainz jetzt macht. Von Mediums bis Fullwets ist da ja gefühlt alles möglich bei ihm. Wahrscheinlich sind es aber die Mediums, oder? Ich weiß es nicht. Das ist jetzt auf jeden Fall eine Chance für uns. Wir müssen eine gute Runde hinlegen. Sind Softs bei Sainz? Oder waren die einfach noch nicht gewechselt? Macht der eine 2-Stop? Nein! Also bitte, Alter, fahr nicht 10 Runden auf Softs, um dann eine 2-Stop zu machen. Das möchte ich irgendwie nicht wahrhaben. Ich hoffe, ich habe mich da verschaut. Wir kommen jetzt am Ende der Runde rein für Mediums. Sainz kommt übrigens ein bisschen im Verkehr raus. Das ist jetzt die Chance. Konzentration. Diesmal sind auch wirklich die Medium-Reifen ausgewählt, nicht wie in Jeddah. Ich habe alles versucht in dieser einen Runde, aber viel geht natürlich mit diesen abgenutzten Softs nicht mehr. Dennoch bin ich mal gespannt. Sainz hatte keine freie Fahrt in seiner Outlap. Das wird nicht allzu schnell gewesen sein. Das Anbremsen hier hat schon mal gut funktioniert. Da haben wir nichts hergeschenkt. Sebastian Vettel folgt uns an die Box. Somit, Jungs, bitte nicht verkacken jetzt. Ansonsten könnte uns das die Position eventuell kosten. Aber da müsste schon gewaltig was schief gehen. Sepp war ein gutes Stückchen hinter uns. 2,4. Ja, mega. Wir bleiben vor Vettel. Wo ist Sainz? Ah, der kommt hier jetzt Start und Ziel entlang. Wird davor sein. Oh, der Ferrari. Bitte treff uns nicht oder so. Nee, das sieht ganz gut aus. Okay, leider hat es nicht gereicht gegen Carlos. Aber wir haben nicht die Position zum Beispiel an Norris hergeben müssen. Das hätte ja auch passieren können. Hey, Leclerc, wie geht's dir übrigens? Zum ersten Mal in der Saison sehen wir ihn jetzt, glaube ich. Der muss sich mit diesem gammligen Ferrari rumschlagen hier in dieser Saison. Und versucht uns jetzt so ein klein wenig zu ärgern. Unser WM-Rivale ja aus der letzten Saison. Das vergisst man ganz schnell. Wir bleiben allerdings davor und sollten uns jetzt auch absetzen können, wo die Reifen auf Temperatur sind. Sainz wird ganz, ganz schwer zu knacken sein in diesem Rennen. Das sieht stark nach dem zweiten Sieg in Folge aus für den Spanier. Während auch Vettel jetzt an Leclerc vorbeizieht, kommen hier vorne schon weitere rein? Nee, da sind nur noch Jungs, die auf Mediums losgefahren sind offensichtlich vorne. Und die werden auch noch eine Weile länger fahren. Somit müssen wir das auf der Strecke schaffen gegen Ocon. Und das im besten Fall, oh, natürlich ohne viel Zeit zu verlieren. Aber hier ist man dazu gezwungen, Zeit zu verlieren. Da kann man leider nichts machen in dieser ersten Kurve, wenn er da am Scheitelpunkt sein Auto parkt, mehr oder weniger. Vielleicht jetzt innen vorbei. Ja, hätte man sich vielleicht trauen sollen, ne? Ich weiß es nicht. Jetzt haben wir den halt den kompletten Mittelsektor über vor uns. Aber ich wollte jetzt auch nichts Dummes riskieren. Das wäre, glaube ich, unnötig. Eieiei. Oh, Esteban. Oh, Esteban. Ja, beende das Rennen, lieber Alter. Das war schon ein bisschen traurig aus seiner Sicht. Aber zeigt einfach, wie unterlegen sein Auto und seine Reifen jetzt in dieser Situation sind. Sehr, sehr gut. Position 7, während Sainz so ein bisschen zu kämpfen hat gegen Stroll. Oh, nicht nur so ein bisschen. Das sieht ja ganz, ganz wild aus. Verbremser, glaube ich, von Sainz da in der Situation. Rad an Rad immer noch die beiden jetzt in die letzte Kurve hinein. Stroll wird noch nicht an die Box kommen. Der schenkt Sainz hier gar nichts. Ey, danke, Lance. Voll unnötig, da so zu verteidigen aus seiner Sicht. Aber uns hat's geholfen. 1,2 Sekunden. Das ist nochmal neue Hoffnung. Alpine ist
Bilde ich mir ein, das schlechteste Auto im Feld aktuell, oder? Ich glaube schon, somit macht Stroll das echt gut hier auf seinem 6. Platz mit diesen Medium-Reifen. Klappt vielleicht was Ähnliches oder dasselbe wie gegen Ocon vorhin. Ja, tatsächlich. Wow, unfassbar. Also, sowas macht man nicht ohne einem guten Auto, das ist völlig klar. Sehr schön, 1,6 Sekunden auf Sainz. Hamilton jetzt an der Box, genauso wie dahinter einige andere. Das bringt uns auf Platz 5 zwischenzeitlich. Gute Phase jetzt für uns. Wir waren sogar gerade kurz mal wieder im DRS-Fenster, erstmals seit längerem. Diese Mediums scheinen zu funktionieren. Lila Mittelsektor, nicht aufgeben. Sainz ist brutal stark heute, aber nicht unschlagbar. Oh yes, da ist das DRS sogar auf der langen Gerade. Come on! Neue schnellste Rennrunde vielleicht, während jetzt die übrigen der Medium-Starter an die Box kommen. Ja, tatsächlich, fastest lap, somit auch der Extrapunkt natürlich. Weitermachen, genau so was brauchen wir jetzt. Hier in Kurve 1 ist Carlos bodenlos, das konnte man vorhin schon beobachten. Eventuell ist das eine gute Überholmöglichkeit, wenn wir mal näher dran sind. Oh, jetzt sind wir on fire, lila erster Sektor direkt hinterher. Guter Ausgang jetzt. Das ist bei weitem leichter gesagt als getan in dieser Steilkurve hier, aber es hat ganz gut funktioniert. Sainz Topspeed kann sich aber sehen lassen, somit glaube ich nicht, dass wir jetzt schon was machen können. Eventuell dann aber auf Start und Ziel, wenn die nächsten Kurven passen. Traktionszonen, Mann, da kann der uns immer so ein paar Meter abnehmen und die machen es dann fast unmöglich anzugreifen. Aber das könnte jetzt die Chance sein in Kurve 1. Gerade haben wir gesehen, dass Carlos hier nicht ganz so stark ist. Vielleicht in den Reihen ganz frech oder? Nee, ach, was war denn das für ein Pussy-Move? Ach komm, nee, das hätte man auch probieren können. Ja, das war schwach. Ich hoffe, das bleibt nicht die einzige Chance. Nee, aber das wird nicht die einzige bleiben. Aktuell haben wir die Oberhand. Erstmals in diesem Rennen. Lila Mittelsektor. Selbes Spielchen jetzt wie in der letzten Runde. Hier gut rauskommen, um dann auf Start und Ziel eine Chance zu bekommen. So nenne ich es einfach mal. Ich glaube nämlich nicht, dass hier auf der langen Gerade was gehen wird. Dafür sind wir zu scheiße in dieser Kurve. Da macht das Sainz einfach überragend und ist dann auch verdammt schnell, was den Topspeed angeht. Jetzt muss die Haarnadel erneut passen und dann probieren wir es diesmal in Kurve 1. Ah, leichter Verbremser, nicht gut. Ja, und das ist auch nicht gut. Mann, ey, hier muss alles perfekt sein, um an dem vorbeizukommen. Das gibt es nicht. Ja, ich weiß nicht, geht das oder geht das nicht? Die KI lenkt halt häufig so dämlich auf einen ein. Ich möchte jetzt nicht beide unsere Autos hier beschädigen. Das ist auch nicht Sinn der Sache. Jetzt aber, komm schon, das muss es sein. Oder das kann es sein zumindest. Schön langsam werden und jetzt hier innen rein. Jetzt gibt's keine Ausreden mehr. Jetzt sind wir auf jeden Fall in der Position, um den Move durchziehen zu können. Und der funktioniert. Führungswechsel hier in Shanghai. Erstmals seit der ersten Runde. Sau stark. Können wir uns jetzt absetzen? Ich glaube nicht. Carlos ist nicht viel langsamer. Das wird nicht das einzige Überholmanöver bleiben in diesem Rennen. Zumindest kann ich es mir nicht vorstellen. Aber wir müssen natürlich alles probieren, um hier jetzt wegzukommen. Boah, das war echt ein hartes Stück Arbeit. Und häufig ist es auch so, dass man als Dahinterliegender irgendwie eine bessere Pace hat, weil man dann so einen Ansporn hat. Man sieht den Vordermann und sobald man dann vorbei ist, tendiere ich zumindest manchmal dazu, so ein bisschen zu chillen. Das darf jetzt absolut nicht passieren. Ah ne, jetzt nach einer Runde lässt sich sagen, dass der nicht locker lassen wird. Sainz ist immer noch im DRS-Fenster. Allerdings haben wir am eigenen Leib gesehen, wie schwer es ist, unser Auto hier heute zu überholen. Vor allem bei der nahezu identischen Pace, die wir beide haben. Das wird Sainz nicht anders gehen. Regen in 10 bis 15 Minuten, meint Jeff soeben. Da sollte das Rennen eigentlich schon vorbei sein. Zumindest hoffe ich das. Boah, ich habe richtig Angst um unseren Motor. Oh, und gerade jetzt kommt ein Team-Radio, aber es ist nicht das. Das ist alles irgendwie schon zu lange, zu schön, um wahr zu sein in dieser Karriere. Ich kann das noch nicht so ganz glauben, aber komm schon, 5 Runden noch. Halt 5 Runden durch und dann haben wir ein weiteres Rennen ohne Probleme überstanden. Boah,
Sainz will es nochmal wissen. In diesen letzten Runden könnte eventuell sogar das DRS auf der Gerade bekommen. Somit ist es noch nicht ganz durch, aber da müsste jetzt schon eine Menge zusammenkommen, damit wir dieses Rennen noch hergeben. Einfach nur geil. Diese Abstände innerhalb der Top 4, die machen Spaß. Und nach wie vor ist es auch so, dass McLaren und unser Team in der eigenen Liga unterwegs sind. Also dahinter, da ist ja eine Riesenlücke. Und die Riesenlücke ist nicht nur in diesem Rennen da, die ist auch in der WM und in der Konstrukteurs-WM so. Also das ist echt krass. Echt krass. Das sind unfassbar viel bessere Autos als der Rest des Feldes. Es sieht so aus, als würden wir nicht 4 Sieger in 4 Rennen bekommen, 4 verschiedene Sieger, sondern nur 3. Wir sind nämlich die Ersten, die es schaffen, 2 Rennen in dieser Saison zu gewinnen. Und das wird nicht nur irgendein Sieg, das wird ein Doppelsieg für unser Team. Der Erste der Saison in Bahrain konnte McLaren das ja schon schaffen und nun gelingt es uns endlich auch. Gelbe Flagge da nochmal kurz vor Schluss, lol. Habe ich das richtig gesehen? Sainz ist über die Linie, aber da könnte vielleicht noch was schiefgegangen sein. Aber eigentlich müsste es jetzt jeder über Stadtziel geschafft haben. Komisch. Oder ich habe es mir echt eingebildet. Aber das, ja, normalerweise nicht. Interessant. Platz 1 auf jeden Fall. Let's go. Die Gesichter der drei Bestplatzierten sehen unglaublich glücklich aus, während sie sich auf das Podium begeben. Sie alle hätten den Sieg verdient gehabt. ...2,5 Sekunden trennen am Ende die Top 4 und das in einem fast 45-minütigen Rennen, ohne Safety Car, ohne VSC, ohne irgendwas. Krass, also das sieht man so nicht häufig, würde ich zumindest mal behaupten. Joe ganz stark bei seinem Heimrennen Fünfter, das freut mich für ihn und auch für Red Bull, die ja keine leichte Saison haben. Mick Schumacher übrigens, der ist für mich so ein bisschen außerhalb dieser Top 4 vielleicht Fahrer der Saison. Der müsste Fünfter in der WM sein. Ich weiß nicht, wie der das immer macht. Der ist irgendwie immer so nahezu best of the rest. Gefühlt haben wir den aber noch kein einziges Mal gesehen in dieser Saison. Das ist echt saustark, was Mick macht. Muss man echt sagen. Nicht verkehrt. Absolut nicht verkehrt. Weiter hinten sah das Ganze so aus. Verstappen und Leclerc. Das ist immer wieder ungewöhnlich, die beiden da hinten zu sehen. Da werde ich mich, glaube ich, auch nie dran gewöhnen und hoffe, dass Ferrari ganz, ganz schnell das Auto verbessern kann, damit wir die beiden geilen Fahrer an der Spitze erleben können. Wie cool wäre es, wenn Ferrari sich auch vielleicht in der nächsten Saison dann einmischen würde in diesen Top-4-Kampf da. Das wäre einfach nur mega. In der Fahrer-WM sieht es jetzt so aus. Ey, da übernehmen wir jetzt die Führung. 4 Punkte allerdings nur vor Sainz. 6 Punkte vor Norris. Der Vorsprung auf Vettel ist schon ein bisschen größer, weil er ja auch noch kein Rennen gewinnen konnte. Und in der Konstrukteurs-WM, da führt unser Team aber auch nur knapp. Also hier ist doch nichts, auch nur im Ansatz entschieden. Aber dennoch schön, eine schöne Momentaufnahme. Haas tatsächlich Dritter in der Konstrukteurs-WM. Und Mick, wie erwähnt, Fünfter hier in der Fahrer-WM. Echt stark, nicht verkehrt. Gut, man muss sagen, dass Gasly halt eine Menge Pech hat. Ne? Eigentlich hätte der Fünfter sein müssen. Der ist in Australien ausgeschieden, als er hätte gewinnen können. Heute war auch Platz 5 auf jeden Fall möglich. Also das ist schon unfassbar, wie viel Pech der da hat. Das war's jetzt von dieser Folge. Lasst gerne den Daumen hoch da, wenn es euch gefallen hat. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal in, ich glaube, fast Baku eventuell wieder. Bis dann. Danke fürs Zuschauen und haut rein.